So, hallo alle miteinander und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt. Ja, Unravel heißt das Spiel und ich habe es im PlayStation Store gesehen und ich habe mich auf den ersten Blick verliebt. Ja, es war wunderschön, es sah wunderschön aus und wenn ich mir die Musik anhöre, dann glaube ich auf jeden Fall nicht, dass das ein Fehler war. Ja, fort von neues Spiel, wir spielen natürlich ein neues Spiel. Ich habe es vorhin schon mal angespielt, um zu gucken, ob auch alles flüssig läuft. Ja, ich bin mir sicher. Starten wir. So, da sind wir auch schon wieder und habe ich zu viel versprochen, sieht das hier nicht schön aus? Ich finde, das sieht unglaublich toll aus. Sowas liebe ich ja immer. Und das hier ist ein Fotoalbum. Unsere Aufgabe ist, das zu füllen. Nur mal kurz am Rande. Und, oh Gott, diese ganzen kleinen Details und damit kriegt mich jedes Spiel. Ja, das hier ist der gute Yarny. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Yarny. Wird wahrscheinlich abgeleitet vom Garn, aus dem er besteht. Und ja, unsere Aufgabe ist es jetzt, in die jeweiligen Erinnerungen der Frau einzutauchen und ihr, ich glaube, die Erinnerungen oder manche Erinnerungen zumindest zurückzubringen. Denn die gute Frau ist ziemlich einsam, wie man gesehen hat. Ihre Liebsten sind wahrscheinlich schon längst verstorben und ja. In ihre Erinnerungen tauchen wir ein durch diese Bilder hier. Das sind die ganzen Level. Und ja, gehen wir doch gleich mal ins erste Level. Disteln und Gräser. Achso, wir sind schon soweit. Ach ja, sieht das hier nicht schön aus. Jetzt gehen wir endlich raus. Ah. Erschreckt er sich vor dem Schmetterling. Oh, wie süß. Ah. Ist das schön. Jetzt versucht er ihn zu fangen. Das Spiel ist am 9. Februar 2016 erschienen. Ist also noch gar nicht so alt. Ich glaube, es ist sogar ein zweites Spiel in Entwicklung. Habe ich zumindest so gelesen. Genau, das ist jetzt noch das Tutorial-Level, in dem auch alles erklärt wird. Und jetzt können wir hier genau verschiedene Sachen machen. Können wir mit unserem Garn anstellen. Wir müssen jetzt zwischendurch immer so ein paar Garn-Knäule einsammeln, weil wir nicht unendlich weit laufen können, wie wir eben gesehen haben. Denn der gute Yarny, der verliert hier immer den roten Faden. Da verliert er immer was. Und wenn der erschöpft ist, dann können wir nicht weiterlaufen. Wenn du rennst, kannst du höher und weiter springen. Das stimmt. Oh, und sieht das hier nicht alles schön aus? Halte Kreis gedrückt, um nach dringend zu greifen. Bewege den Topf weiter nach links. Okay. Und ja, das Spiel ist sozusagen ein Jump-and-Run-Rätselspiel. So wie ich es mag. Ja, finde ich toll. Und wir müssen hier verschiedene Aufgaben in unserem Garn lösen. Verschiedene kleine Physikspielchen, ich glaube auch Puzzlespiele. Wir werden auf jeden Fall unseren Spaß haben. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Halte R2 gedrückt, um das Lasso zu werfen. Genau, das ist auch ziemlich
Geil. Jetzt können wir uns hier hin und immerhin und so hin und her wie Tarzan hin und her schwingen und ah, ich muss die ganze Zeit auf den Hintergrund achten und auf den Vordergrund und alles ist so detailreich und ah, das liebe ich ja so. Und hier ist auch schon eine der Erinnerungen und die sammelt der gute Jani jetzt ein. Wenn Oberflächen so glitzern, kannst du an ihn hochklettern. Dabei dient der linke Stick zum Klettern. Ja, schön. Genau. Drücke X, um zu springen und dann, um das Last zu werfen. Okay. Wem das Spiel auch interessiert, den würde ich empfehlen, schnell zuzugreifen, weil das ist momentan im Angebot im PlayStation Store. Kostet 4,99 statt, ich glaube, sonst 19,99. So. Viereck, um das Garn anzubringen. Ah, jetzt können wir eine Garnbrücke bauen. Und wie wir jetzt hier schon in den Bäumen rumtouren, das finde ich auch so geil. Und ein kleines Vogelhäuschen. Ach, wie süß. Ach ja. Oh, ich werd mich hier viel anzusehen haben. Ach, ein schöner alter Apfelbaum. Äpfel, nein! Erinnerst du dich an dein Lasso? Ja, daran erinnere ich mich gut. Halte R2 gedrückt. Wo muss ich nach oben klettern? Jetzt kann ich auch beim Klettern mein Garn anbringen. Na. Und jetzt? Ah, okay. Nein, ich will zur anderen Seite. Genau. Jetzt kann ich hier ein Garn anbringen. Und dann auf meine Garnbrücke drauf. So. Ja, okay. Halte R2 gedrückt. Um dich langsam abzuseilen. Seilen wir uns ab. So. Und man sieht auch immer, dass der gute... Na, ich will noch einen weiter runter. Dass der gute Jani auch immer mehr von seiner Schnur verliert. Jetzt natürlich nicht mehr. So, hier können wir wieder eine Garnbrücke bauen. Genau, jetzt müssen wir gleich die Äpfel... Das habe ich natürlich schon bis hier ein bisschen vorgespielt. Die müssen wir gleich hier reinwerfen. Die brauchen wir nämlich als Brücke. Nein, ich wollte die Schnur nicht lösen. Na komm. Hey. Verdammt. Jetzt kriegen wir den Apfel nicht mehr. Nein. Dann nehmen wir die beiden. Wenn wir einen nicht kriegen, nehmen wir eben zwei. So, die müssen wir jetzt hier reinkippen. Denn... Kommst mal hier hin. Wenn wir uns da oben nämlich ranschwingen, dann passiert nämlich Folgendes. Genau, das geht ab. Und jetzt brauchen wir nämlich die Äpfel als kleine Brücke. Denn der gute Jani kann nicht schwimmen. Versteht man auch. Der saugt sich mit Wasser voll und der geht dann unter wie ein Stein. Und die Frau ist wahrscheinlich eine ambitionierte Gärtnerin, so wie das hier aussieht. So, kommen wir jetzt schon rüber? Ja. Richtig schöner Garten. Was steht da? Falls du stecken bleibst, halte Steuerkreuz nach unten gedrückt, um den Abschnitt erneut zu starten. Denn die Mann wahrscheinlich, falls ich irgendwann... Ah, eine Elster! Falls ich irgendwann keine Schnur mehr habe und nicht weiß, wie ich weiterkommen kann. Da muss man muss sich natürlich die Wege immer optimal gehen, denn manchmal reicht die Schnur nicht, wenn man kreuz und quer geht. Da muss man sich das alles schon ganz genau ansehen. Na, komm. Ach so, jetzt muss ich, genau. R2 halten und dann kann ich ziehen. Disteln, nein. Okay, jetzt reicht meine Schnur schon nicht mehr. Na, okay, dann lass mich mal hoch. Nein, ich hänge fest. Die Disteln haben mich. Ich komme da nicht ran. Nein! Das meine ich nämlich, mit der Weg könnte nicht ausreichen. Verdammt. Okay, dann müssen wir wohl irgendwie anders lang. Kann ich das jetzt schon wieder lösen? Ja, kann ich. Gut. So, und jetzt müsste es nämlich gerade so reichen. Genau. So, dann gehen wir mal erstmal hier lang. Oh, ein Schmetterling.
Papier, mein kleiner Schmetterling. Gehen wir erstmal unten lang. Da hinten. Ah, genau, diese kleinen Dinger hier. Ich weiß gar nicht, was das ist. Eine Brosche oder was ist das? Die müssen wir auch sammeln. Die können wir sammeln in den jeweiligen Leveln. Ich weiß gar nicht, wie viele Level das gibt. Jetzt hat sich das hier so komisch rumgeschlungen. Ich hoffe, jetzt reicht unser Garn am Ende noch. Was gibt's eigentlich da hinten? Muss ich mir natürlich alles mal ansehen. Ding, dong, ding, dong. Ich glaube, das ist nur ein alternativer Weg. Genau, da hinten ist die Liege. Okay, dann gehen wir jetzt mal über die Sonnenblumen und haben hier noch ein bisschen extra Garn. Wir hätten das Garn da verteilt. Ah, guck mal an. Ich frage mich, die Frau wird hier wahrscheinlich vorher auch gewohnt haben, oder? Das sieht mir so aus wie so ein Haus, das über Generationen im Besitz der Familie ist. So, nein. So, halte ich fest. So. Lala, ich mag die Musik so. Vor allem die Anfangsmusik, die mochte ich so. So. Ich habe auch erst die Demo runtergeladen, um zu gucken, wie das ist. Und ich habe mich auf Anhieb verliebt. Wirklich. Das musste ich einfach spielen. Und hier. Ah, das liebe ich auch. Jetzt können wir uns wieder in den Bäumen rumschwingen. Wie Tarzan. Ja, ja, ja. Ach ja. Das haben die wirklich so super hingekriegt, dass das alles so detailreich ist. Sowas finde ich ja wirklich richtig schön, wenn das meistens auch immer so an realen... Ich glaube, das war nicht. Doch, das war. Haben wir gerade so geschafft. Wenn das an realen Hintergründen... Ah, und das wird wahrscheinlich ihre Tochter sein oder sie selbst, die da gerade in einem Baumhaus spielt. Ich mag das ja, wenn sich das Spiel vor allem an... an realen Hintergründen orientiert. Also, so wie hier, sehr stark... Also, das könnten auch echte Bilder sein. Ein Bauklotz. Lass mich überlegen. Was müssen wir hier machen? Müssen wir wahrscheinlich wieder eine Brücke bauen. Ist auch schon etwas her, dass ich das Tutorial gespielt habe. So genau weiß ich das jetzt auch wieder nicht alles. Aber ich glaube, hier müssen wir den Klotz jetzt hochbringen. Na komm. Durch die Sandkiste. Was haben wir denn hier? Wir haben da eine Holzlok oder was ist das? Was ist das dahinter? Ein Bagger? Okay. So. Ah, ein Igel. Ah, süß. So putzig. So, ihr geht mal weg. Was müssen... Ah, genau. Wir müssen jetzt hier... Mit dem Bauklotz müssen wir unser Gewicht ausgleichen. Wenn wir da hinten raufgehen, dann geht die Wippe natürlich wieder runter. Deswegen geht hier jetzt der Klotz rauf. Und wir können hier oben schön raufspringen. Und springen! Ja! So, was war das denn da? Ein Vogel. Ah, können wir das da hinten jetzt hinschwingen? Nein, können wir nicht. Aber so kommen wir da raus. Darauf. Ach, eine Reifenschaukel. Ach, die hatte ich früher auch. Also wir müssen uns ein bisschen weiter schwingen, damit wir da hinten raufkommen. Ich glaube, das Rad hätte auch schon gereicht. Oder auch nicht. Na komm. Na komm. Ich schwinge vom Mikro mit gerade. Oh Gott. Intuitiv. So genau, bis hierhin habe ich gespielt. Ab jetzt wird so ziemlich wieder alles blind sein. Okay, hier müssen wir wahrscheinlich wieder eine Brücke bauen. Nein. Jetzt habe ich Viereck statt Kreis gedrückt. Okay. Pelz Tee. Ah, eine Teedose. Und hier kommen wir wahrscheinlich nicht weiter. Dann müssen wir da hoch. Jetzt müssen wir da oben wahrscheinlich auch eine Brücke bauen. Na. Die müssen wir wahrscheinlich hiermit verbinden.
Ist ja egal, das brauchen wir nicht mehr. So, jetzt haben wir hier eine Brücke. Na, ich will runter. So. Muss erstmal noch überlegen, wie das geht. Nein, nein! Verdammt. Hä, können wir jetzt nicht auch... Wo können wir denn jetzt... Geht doch. Wieso hat er das dann eben gelöst? So. Na, ich will da runter. So. Hol dir die Teedose und jetzt können wir wahrscheinlich nach ganz nach oben. Will ich mal hoffen. So. Ich weiß gar nicht, wie lang die Level sind, aber die scheinen ziemlich lang zu sein. Na, guck mal, was da oben ist. Da ist die nächste Brosche. Sieht mir nach einer Brosche aus. Könnte aber auch ein Wasserventil sein. Alter! Boah, war da... Alter! War das laut. Ach so, und ich würde sagen, mit diesem Fall in den Laubhaufen beenden wir den ersten Part. Ach, gucken wir uns noch an, was der gute Jani macht. Ah, war das schon das Ende des Levels? Ich glaube ja, ne? Ah, guck mal an, das war schon das Ende des Levels. Trophäe erhalten, fehlendes Stück. Na gut, dann können wir noch ein bisschen weitermachen. Ah, genau, jetzt packt er das in das Fotoalbum oder auf das Fotoalbum. Ah. Und hier sind seine gesammelten Erinnerungen für die einsame Dame. Und die gehen dort jetzt auch hinein. Ach, der gute Jani. Disteln und Gräser, wie schön es war, als es neu war. Wie schön es immer noch ist, obwohl die Zeit es verändert hat. Ach ja. Ah, genau. Hier ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich das Mädchen, das vorhin auf dem Baumhaus gespielt hat. Und das ist die einsame Dame. Ich weiß gar nicht, sind ihre... Widersprechen ihre Kinder nicht mehr mit ihr oder sie sind verstorben oder... Ach, der schöne Garten, durch den wir eben durchgelaufen sind. Und das ist wahrscheinlich ihr Sohn, den haben wir eben noch nicht gesehen. Aber durch Bäume bin ich früher auch viel geklettert. Boah. Wir hatten auch viele Bäume früher im Garten. Und viele Fruchtbäume. Wir hatten Pflaumenbäume, wir hatten Apfelbäume, Birnenbäume, wir hatten Haselnussbäume, wir hatten alles. Und einen schönen großen Garten. Da ist der Bagger, den wir eben gesehen haben. Das Baumhaus. Die Sonnenblumen, über die wir gesprungen sind. Ach, sieht das schön aus, Alter. Das sieht mich magisch an. Die Reifenschaukel. Die Schmetterlinge, die wir versucht haben zu fangen. Das unheimliche kleine Gartenhäuschen, in dem wir zum Schluss waren. Und das war es auch mit dem ersten Level.